Nach der jüngsten russischen Angriffswelle in der Ukraine hat Präsident Volodymyr Selenskyj die Erfolge der Luftabwehr gegen die Vielzahl russischer Marschflugkörper betont. 60 von etwa 70 russischen Raketen konnte die ukrainische Luftabwehr nach eigenen Angaben abschießen. Dennoch gab es mehrere Treffer und auch Opfer. Jede abgeschossene russische Rakete ist ein konkreter Beweis dafür, dass der Terror besiegt werden kann. Doch leider können wir unserem Himmel immer noch keine vollständige Sicherheit geben. Es gab mehrere Treffer und es gibt Opfer. 4 Menschen wurden bei den russischen Luftangriffen getötet. Mein Beileid an ihre Familien und Freunde. Russischen Angaben zufolge wurden alle 17 benannten Ziele getroffen. Auch die Energieversorgung im Land kam es wieder in vielen Regionen zu Stromausfällen, wie hier in Lviv. An so etwas kann man sich nicht gewöhnen, aber man kann sich anpassen. Der Mensch kann sich an alles anpassen. Wir haben Taschenlampen und Powerbanks, alles was man braucht, um sich in dieser Situation wohlzufühlen, erklärt ein Bewohner von Lviv. Russland hat die Ukraine für Angriffe auf 2 russische Militärflughäfen mit mindestens 3 Toten verantwortlich gemacht. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Montagabend, dass ukrainische Streitkräfte die Militärflugplätze mit Drohnen angegriffen hätten, um russische Langstreckenflugzeuge außer Gefecht zu setzen. Laut einem Bericht der New York Times wurde einer der beiden Angriffe von ukrainischen Spezialkräften unterstützt, die demnach auf russischem Boden aktiv waren, hunderte Kilometer hinter der russisch-ukrainischen Grenze. Russland beantwortete die beiden mutmaßlichen ukrainischen Angriffe auf eigenem Boden mit der jüngsten großen Angriffswelle. Wegen des ständigen russischen Beschusses verlassen unterdessen immer mehr Menschen Cherson.